Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, draußen ist gerade strahlender Sonnenschein mitten am Tag und es ist immer noch düster in Tamriel, schon seit 3 Folgen leider. Ich weiß nicht, was die für ein Zeitverhältnis haben hier, aber es ist kein normales. Wir haben gesagt, dass wir uns in Kluftspitze wiedersehen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, auf dem Weg komplett nach hier oben zu reiten und komplett zu übersehen, dass wir hier irgendwo mit Darien reden sollen. Ich denke mal hier hinter, oder? Wenn das so. Nee, nicht hier hinter. Wo ist er denn? Oder oben drin wahrscheinlich. Oder soll er wieder hier stehen und ist gar nicht da? Das kann natürlich auch sein. Das haben wir leider schon mal öfter. Ach, Basti, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ja, also er sollte eigentlich hier stehen. Er steht mal wieder nicht hier. Ich liebe es. Das ist typisch Teso. Ich muss mich mal kurz ausloggen und wieder einloggen. Wir sehen uns gleich wieder. So, und wir sind wieder drin. Und wie aus dem Nichts ist, nebenbei der Chat auch, aber plötzlich Darien aufgetaucht. Was haben wir hier? Ich denke, ich sehe eine weitere Abenteurerin und ich wette, es ist kein Zufall, dass ihr in diese Richtung unterwegs seid. Habe ich recht? Sind die Probleme in Kluftspitze auch zu euren Problemen geworden? Ja, König Emmerich hat mich hierher geschickt, um die Ordnung wiederherzustellen. Ha! Ich fürchte, das ist leichter gesagt als getan. Aber es freut mich zu hören, dass Emmerich überhaupt etwas daran liegt. Wir dachten schon, unsere Depeschen kämen gar nicht durch. Ich wollte gerade selbst nach Wegesruh laufen, aber den Ärger habt ihr mir erspart. Und ich vermute, ihr könnt mir auch noch ein wenig mehr helfen. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, Kluftspitze steckt mitten in einem Bürgerkrieg, der genauso blutig ist wie die Rebellion des alten Ranzers. Dieses Mal ist es Baron Montclair. Er hat offenbar entschieden, dass er der König von Shornhelm wird. Ganz gleich, was die anderen Adelshäuser dazu sagen. Baron Montclair hat einen Bürgerkrieg begonnen? Sicher doch. Der Bastard hat die Stadtwache bestochen, die anderen Adligen angegriffen und halb Shornhelm erobert. Jetzt laufen Montclairs Truppen überall herum und treten der Shornhelm-Wache ordentlich in den Hintern. Also, wollt ihr mir helfen, das Königreich zu retten? Nun gut, ihr könnt auf mich zählen. Denkt an den Ruhm. Es wird genau wie in Ranzers Krieg sein. Wir retten Kluftspitze und die Frauen werden uns anhimmeln. Das wird großartig sein. Ihr werdet es sehen. Geht zur Kapelle von Shornhelm und sagt Gräfin Tamrit, dass ich euch für die Sache rekrutiert habe. Sobald ich kann, werde ich da sein. Warum hat sich Montclair ausgerechnet jetzt zum Angriff entschlossen? Warum handeln Tyrannen, wie sie handeln? Aus Ehrgeiz? Aus Ruhmessucht? Ich weiß es jedenfalls nicht. Aber ich weiß, dass Montclairs Streitkräfte die halbe Hauptstadt eingenommen haben und sich bald auch noch den Rest holen werden, falls die Shornhelm-Wache keine Hilfe bekommt. Wer ist Gräfin Tamrit? Sie ist das Oberhaupt eines der Adelshäuser. Jung, aber schlau und sehr fromm. Ich habe gehört, sie hätte in Sturmhafen studiert und stünde in Emmerichs Gunst. Noch dazu ist sie nicht gerade hässlich. Aber ich versuche nicht darauf zu achten, weil ich doch derzeit in ihren Diensten stehe. Was habt ihr getrieben, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Ich habe mein Schwert in den Dienst gerechter Unterfangen gestellt und mit den Damen geschäkert. Ich habe in jedem Gasthaus von hier bis Glen Umbra einen gehoben und meinen Freund Skordo bei jeder sich bietenden Gelegenheit beim Kartenspiel geschlagen. Es ist toll, euch wiederzusehen. Was geschah während Ransas Krieg? Damals redete ganz Tamriel davon. Es überrascht mich, dass ihr nichts davon wisst. Das ist alles ungefähr 10 Jahre her. Unser geliebter Großkönig beleidigte König Ranzer von Shornhelm mit irgendeiner kleinen Taktlosigkeit. Ranzer vertrug das schlecht und erklärte Wegesruh den Krieg. Das war ein echter Krieg? Wenn man ihn denn so nennen will. Er dauerte ungefähr ein Jahr. Gerade lang genug, damit Emmerichs Truppen ein wenig ihre Manöver üben konnten. Als er vorbei war, war Ranzer tot und der Frieden im Königreich wiederhergestellt. Seitdem hat ein Triumvirat aus Adligen das Sagen in Shornhelm. Was könnt ihr mir sonst noch über Montclair selbst erzählen? Baron Vuillon Montclair. Da gibt es nicht wirklich viel zu erzählen. Vor all dem hier teilte er sich die Herrschaft mit 2 anderen Adelshäusern, Dorel
und Tamriet. Gräfin Tamriet meint, sie hätten sich zwar nie sehr nahe gestanden, aber dass er einen Krieg vom Zaun bricht, überrascht sie sehr. Okay, nee, da war doch nichts am Leuchten. Das heißt, jetzt dürfen wir aber, ja, jetzt dürfen wir dahin, wo ich schon hingeritten bin. Sprich, wo ich Vielen heute Dank, schon mal war. Dass ihr die Mähne am Trilladar hast gerettet. Ja, gerne, gerne. Und das wollte ich euch mal kurz zeigen. Es sieht zwar schon ein bisschen gespenstisch aus, aber ich finde, es sieht auch irgendwie genial aus. Also, für mich ist das wie so ein, ja, wie soll ich das sagen, wie so ein vampirischer Himmel. Das sieht einfach nur cool aus, finde ich. Ich schätze, das wird es dann wohl nicht mehr geben, wenn die Hauptquest vorbei ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So, dann schauen wir mal. Hier links rum. Ich wollte mich eigentlich nur mal eben drehen. So, da können wir rum. Ich glaube, hier drin ist das, ne? Ja. Das sieht gut aus. Hallöchen, Gräfin. Ihr habt die Wache nach Westen geschickt? Auf der Jagd nach einem Gerücht? Wir brauchen sie zum Schutz von Schornhelm. Nur ein paar von ihnen, Baron. Mein Vater hätte dasselbe getan. Hauptmann Janeev wird die Wahrheit erfahren und sich dann zurückmelden. Gräfin, Baron, bitte. Wir müssen bei der Sache bleiben. Ach. Solange Montclair die obere Stadt kontrolliert, steht die ganze Region auf dem Spiel. Wie können wir euch vertrauen, Graf Rabenwacht? Eure Freundschaft zu Montclair ist wohlbekannt. Was habt ihr diesen Hauptleuten angeboten, damit sie uns verraten? Ich mag den Grafen noch weniger als euch, Baron, aber er hat nichts getan, was solche Anschuldigungen rechtfertigen würde. Zumindest bisher. Wir müssen diese Diskussion beenden und zur Tat schreiten. Statuiert ein Exempel an den beiden Verrätern und erobert die obere Stadt zurück. Wie könnt ihr beiden das nicht verstehen? Ich stimme euch da durchaus zu, Baron. Aber wir müssen umsichtig vorgehen. Diese Situation ist nicht so eindeutig, wie man meinen könnte. Ich weiß, dass ich euch beide nervös mache. Vielleicht sollten wir hiermit weitermachen, wenn sich unser Blut etwas abgekühlt hat. Achtet auf eure Manieren, meine Herren. Wir haben Besuch. Tretet vor, meine Freundin. Was ist euer Begehr? Ihr steht doch schon direkt neben mir. Ihr beide geht mir auf die Nerven. Fast kann ich verstehen, was Montclair dazu getrieben hat, unser Triumvirat zu verlassen. Ja. Hört sich an wie ein Streitgespräch unter Geschwistern, würde ich sagen. Ich bin nach dem Tod meines Vaters nach Schornhelm zurückgekehrt, um die Stadt geteilt und unser Land in Gefahr vorzufinden. Baron Dorell meint es gut, aber er stürmt lieber voran, als sich einen Moment Zeit zu nehmen, den Pfad zu erkunden. Aber was bringt euch nach Kluftspitze, meine Freundin? Ich bin hier, um zu helfen. Natürlich. Das Licht sorgt für uns, wie immer. Baron Montclair hat sich verändert. Wir müssen herausfinden, was ihn zu diesen höchst gefährlichen Taten getrieben hat. Ein Brief, ein Tagebuch. Wir müssen irgendetwas finden, um mehr Einblick darin zu erhalten, warum er uns verraten hat. Baron Dorell erwähnte etwas über Verräter. Zwei Offiziere der Schornhelmwache. Sie sind zu Montclairs Seite übergelaufen und haben ihm geholfen, die Oberstadt zu übernehmen. Sucht nach Orlosak Gra Yasol und Juberik Gane. Vielleicht könnt ihr euch um diese Verräter kümmern und herausfinden, was Montclair antreibt. Baron Dorell kann euch mehr erzählen. War Montclair schon immer so ehrgeizig? Ehrgeizig? Ich schätze, er war nicht mehr oder weniger ehrgeizig als andere Adlige aus großen Häusern. Doch mein Vater mochte den Mann noch nie. Aber eine derart drastische Wesensänderung, Unschuldige in Gefahr zu bringen? Ich bete um die nötige Weisheit, unseren Feind zu verstehen. Glaubt ihr, dass Montclair wirklich einen Krieg beginnen will? Ich schätze, er hofft darauf, dass wir uns ergeben und seine Bedingungen akzeptieren. Doch das wird nicht passieren. Weder Haus Tamriet noch Haus Dorell werden derart skandalösen Forderungen nachgeben. Und ich weiß, dass der Großkönig nicht zulassen wird, dass ein solcher Verrat unbestraft bleibt. Streiten ihr und Baron Dorell euch viel? Der Baron scheint mich als Kind zu betrachten und ich halte ihn für einen aufgeblasenen Esel. Möge das Licht mir Geduld schenken. Ich weiß, er will nur Stärke demonstrieren, zeigen, dass er alles im Griff hat. Doch wir müssen in die Schatten blicken, um festzustellen, was Montclair zu solch wahnwitzigen Taten getrieben hat. Wer ist Verandis Rabenwacht? Haus Rabenwacht ist eine der alteingesessenen Familien von Kluftspitze. Was Verandis angeht, ich mag den Mann nicht. Wie dem auch sei, trotz seiner langen Freundschaft mit Montclair scheint der Graf wirklich helfen zu wollen. Er sorgt sich aufrichtig um unser Volk. Also ich mag Verandis.
Gut. Schwächt Monclairs Kontrolle. Soll zwei Leute töten und Beweise finden, okay? Dann schauen wir mal. Alles außerhalb vom Schloss, so wie es aussieht, oder? Nee, es ist einfach nur ein neuer Teil hier. Okay. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Wir müssen nach links. Mal schauen. Gefängniszellen. Alles leer. Ach so. Ah, okay. Dieser Angeber Dorell schickt. Ja, er hat mich geschickt und ich habe das getan, wofür ich hier war. So, die eine habe ich getötet. Die Frage ist jetzt nur, nee, hier ist, glaube ich, jetzt nichts, was ich mitnehmen kann. Sieht zumindest nicht so aus. Der zeigt mir zumindest nicht an, dass ich hier irgendwie rumlaufen soll und hier irgendwelche Beweise finden soll. Hallo, geht's noch? Wo kam der denn jetzt her? Aber sonst habt ihr keine Probleme, wenn man rausgeht, direkt einen dahin zu stellen. So, mal schauen. Hier muss ich rein. Oh, jetzt kommt. Ich wollte gerade sagen, Basti ist noch draußen. Ist alles kein Thema. Schätze mal, hier sind die Beweise. Zumindest sieht das so aus. Schon wieder alles so lange her, dass ich das gemacht habe. So, was haben wir denn hier? Baron Monclair, ich bedauere es, dass ihr nicht bis zum Ende bleiben konntet, aber Shornhelm wird schon bald unser sein. Ich befolge eure Befehle aufs Wort. Die obere Stadt gehört uns. Die Wache von Shornhelm ist zerschlagen und schon bald ist das Portal bereit. Wir werden direkt vor ihrer Nase weitere Montclair-Truppen in die Stadt schleusen. Ich nutze weiterhin unsere gesegnete Gabe und verwandle immer mehr Leute in Vampire. Aber wie euch zweifelsohne aufgefallen ist, läuft der Vorgang oft extrem schnell ab. Für jeden Vampir, den ich für unsere Truppen erschaffe, fallen ein Dutzend oder mehr hirnlose Blutunholde als Ausschuss hin. Nicht, dass die nicht auch ihren Zweck erfüllen würden, aber trotzdem. Habt ihr meine Bitte überdacht? Ich weiß, dass meine Arbeit, mein Nebenprojekt, wie ihr es nennt, euch nützlich sein wird. Stellt euch nur vor, eure glorreiche Armee unterstützt von unaufhaltsamen nekromantischen Kreaturen. Ich konnte bereits Erfolge verzeichnen und ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn wir erst Kluftspitze erobert haben, können wir uns dem Süden zuwenden. Wir können erfolgreich sein, wo Ransa gescheitert ist. Ich brauche nur mehr Zeit und mehr Ressourcen. General Rizaljul. So. Die lese ich jetzt extra durch, weil die halt zur Story gehören. Die Frage ist jetzt, ist hier oben noch eine? Eigentlich nicht, ne? Ja, unten muss ich hin. Es tut mir leid, meine Nase ist im Moment sehr, sehr zu, weil ich stark erkältet bin aktuell. Das heißt, wenn ich mich mal verhaspel beim Lesen oder so oder irgendwie mittendrin schlucken muss oder so, dann seht es mir nicht so übel. Ach, ihr wisst, was ich meine. Nehmt es mir nicht so übel. So, das wollte ich sagen. So. Den muss ich töten, genau. Schicken euch diese Idioten Dorell? Okay. Der war jetzt schnell getötet. Das ging jetzt so richtig schnell. Mal eben gucken. Findet Beweise tiefer. Aber noch hier drin oder draußen? Das ist jetzt die große Frage. Trefft ihn. Findet Beweise. Findet Beweise ist irgendwo hier. Wird mir allerdings nicht angezeigt auf der Karte, was mich jetzt auch schon wieder ein bisschen stutzig macht. Es ist aber hier drin. Es
heißt, ich muss doch irgendwo hier. Ach so, tiefer? Ja, lass mich mal in Ruhe, Junge. Ich war aber doch hier in den Gefängniszellen, war ich doch drin, oder nicht? Bin ich doof? Doch, meine ich doch. Gefängniszellen der Kaserne? Oder sind das zwei verschiedene Flügel? Finde Beweise. In der Truhe. Ach so. Hä? Ich meine aber, vorhin war da nichts markiert. Oder ich habe es tatsächlich einfach übersehen. In der Hitze des Gefechts. Hey, ihr da. Helft mir doch mal bitte. Die verdammten Montclair-Misthunde haben mich beim Rumschnüffeln erwischt. General Rezal Juhl. Orlozak wird euch mehr Leute beschaffen. Ich habe euch Ressourcen versprochen und ich werde mein Wort halten. Aber ihr solltet mich nicht enttäuschen, was diese Kreaturen anbelangt, die ihr schaffen könnt. Ihr habt mir eine Armee gehorsamer, starker Diener versprochen und ich erwarte, dass ich die auch bekomme. Falls nicht, können wir ja noch immer mehr Blutunholde erschaffen. Haltet in der Zwischenzeit die obere Stadt. Wenn die Zeit gekommen ist, holt ihr euch Verstärkung und macht einen Vorstoß. Nehmt die gesamte Stadt ein. Nutzt den Fieberzwinger als Sammelplatz. Dort könnt ihr ein Portal öffnen, durch das ich Truppen schicken werde. Verborgen vor dem Blick der Wache von Schornhelm. Dann können wir einen Überraschungsangriff starten und ganz Schornhelm wird mein sein. Und vergesst nicht, die Macht auch zu nutzen, die ich euch gewährt habe. Eure Schöpfungen sind ja schön und gut, aber nutzt eure gesegnete Gabe, um mehr Vampire und Blutunholde zu erschaffen, wann immer sich die Möglichkeit bietet. Ich bin mir sicher, dass Durell und Tamri tagelang diskutieren werden, bevor sie zu einer Entscheidung kommen. So haben wir mehr als genug Zeit. Ich freue mich darauf, sie um ihr wertvolles Leben betteln zu hören. Ach so, Baron Montclair. Okay, und was ist jetzt mit dir? Ach, Skardo! Wenn ihr diesen Käfig öffnet, werde ich für immer euer bester Freund sein. Ja, dich kennen wir doch. Was macht ihr in diesem Käfig? Ich brauchte etwas Ruhe für mich ganz allein. Was meint ihr denn, was ich hier drin mache? Ich habe mich fangen lassen. Ich gehöre zur Schornhelmwache. Hört mal, lasst mich aus dieser Zelle und ich kann euch helfen. Warum sollte ich euch vertrauen? Gute Frage. Solltet ihr nicht. Doch das bedeutet nicht, dass wir nicht auf der gleichen Seite stünden. Ich wette, ihr wurdet losgeschickt, um Informationen über Montclair zu sammeln. Öffnet die Zelle und ich sage euch, was ich weiß. Ich werde die Zelle öffnen. Achso, ich sollte sie vielleicht auch öffnen. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Für mich seid ihr ganz in Ordnung. Jetzt muss ich mich bei Baron Durell zurückmelden. Okay, erstattet dem Baron Meldung. Gut, ich habe die Zelle geöffnet. Wenn er nicht rauskommen will, ist das nicht mein Problem. Wir machen uns mal auf, um eben Rapport zu leisten. Ach, jetzt gehen die einen hier wieder auf den Sack, oder was? Die sind so schnell wieder da. Diesmal steht er jetzt nicht direkt vor meiner Nase. Das war ja schon ziemlich nervig. So. Auf in den guten Teil des Schlosses. Baron. Welche Neuigkeiten bringt ihr aus der oberen Stadt? Hat man sich um die Verräter gekümmert? Um die Verräter wurde sich gekümmert, aber Montclair ist fort. Er hat General Rizal Juhl den Befehl übergeben. Verdammt. Montclairs Argonia ist so irr wie ein Plumpskloßgeber. Seine Soldaten haben einige Adlige entführt. Sie haben sie sich am hellichten Tag gegriffen. Wahrscheinlich hofft er, sie als Unterpfand gegen uns verwenden zu können. Aber er muss doch wissen, dass ich unter keinen Umständen mit Terroristen verhandle. Ich habe einen Brief gefunden. Rezal Juhl hat vor, weitere Verstärkungen durch den Fieberzwinger heranzuführen. Oh Gott. Dann müssen wir rasch handeln. Geht zum Zwinger und befreit Fürstin Aurin Tamrit, Nieltin Albergama und Sir Estienne Gouillon. Falls ihr unterwegs Rezal Juhl ausschalten könnt, umso besser. In der Zwischenzeit mobilisieren wir die Schornhelmwache und erobern die Oberstadt zurück. Ich gehe zum Fieberzwinger und befreie die Geiseln. Dieser Rezal Juhl hat Adlige verhaftet. Solcherlei unverfrorene Taten dürfen wir nicht tolerieren, Baron. In der Tat. Es ist Zeit zu handeln, Gräfin. Schluss mit dem Gerede. Schluss mit den Debatten.
Wie können wir im Licht wandeln, wenn wir zulassen, dass unschuldige Dorfbewohner in Pein... Moment, ihr stimmt mir zu? Schaut nicht so schockiert rein, Iseld. Früher oder später musste das ja passieren. Unsere Freundin wird in den Zwinger gehen. Die Geiseln befreien und die Verstärkung aufhalten, während wir die obere Stadt angreifen. Ein Doppelangriff. Nun denn, in Ordnung. Baron, wenn ihr so gut wärt, gebt den Befehl und sammelt die Wache von Schornhelm. Es wird mir ein Vergnügen sein, höchste Zeit, diesen feigen Montclairs zu zeigen, was es heißt, das Volk von Kluftspitze zu hintergehen. Einen Augenblick, meine Freundin. Vielleicht habe ich Informationen über den Fieberzwinger. Ja, das ist schön, aber es wäre schön, wenn du mich dabei angucken würdest. Der Fieberzwinger. Über diesen Ort habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr nachgedacht. Was könnt ihr mir über den Fieberzwinger erzählen? Er ist eine Klamm jenseits der Oberstadt. Sie ist seit Jahren verschlossen. Dorthin schickte man früher die Kranken und Schwachen. All jene, die an der Pest, dem Khajiit-Fieber oder agonischem Aussatz litten. Solche Sachen eben. Doch das war vor langer Zeit. Ja, das glaube ich, brauchen wir nicht zu fragen. Könnt ihr euch an irgendwelche Details erinnern, die mir helfen könnten? Es ist ein feuchter alter Ort. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Kanalisation. Ihr könnt euch durch den alten Tunnel der Kanalisation schleichen. Er führt mehr oder weniger direkt zum Eingang des Fieberzwingers. Habt ihr eine Ahnung, worauf ich dort drin stoßen könnte? Ich erinnere mich, dass die Klamm voller kleiner Höhlen ist. Es gibt sogar einen noch älteren Teil, eine uralte Ruine. Falls dieser Argonia ein Portal benutzt, um Verstärkungen in die Stadt zu bringen, dann vermute ich, dass diese Ruinen ein idealer Sammelpunkt für seine Truppen wären. Okay, das heißt, dass wir jetzt noch schnell darüber laufen werden oder reiten werden. Ich weiß nicht genau, wo es jetzt ist. Es ist aber wieder in dem bösen Bereich, so wie es aussieht. Genau, hier. Ach nee. Ah, halt, davor. So, betretet den Fieberzwinger. Das ist so ein blödes Wort, dass ich mich ständig verhaspel. Nicht so schnell, meine Freundin. Ihr müsst euch darum nicht alleine kümmern. Hallo? Rennt doch nicht immer alle an mir vorbei. Ich schätze, ihr seid gekommen, um die Adligen zu retten und Montclairs Verstärkung aufzuhalten. Aber wenn Rezal Jul hier ist, solltet ihr ihm nicht allein gegenübertreten. Wie habt ihr von diesem Ort erfahren? Ich habe meine eigenen Quellen. Als ich feststellte, dass Montclair die Stadt verlassen hatte und ich von der Gefangennahme der Adligen hörte, war es nicht schwer, den Unterschlupf des verrückten Argoniers aufzuspüren. Ihr habt Spione, die für euch arbeiten? Ich habe treue Verbündete. Belassen wir es doch fürs Erste dabei. Vielleicht nur so viel. Nichts liegt uns mehr am Herzen als das Wohl von Kluftspitze. Und nun geht und rettet diese Adligen. Könnt ihr mir irgendetwas über Rezal Jul erzählen? Der Argonia? Er ist schon seit langem an Montclairs Seite. Er ist ein fähiger Krieger und Alchemist. Ich glaube, er verfolgt auch finsterere Interessen, einschließlich der Nekromantie. Eines müsst ihr begreifen. Rezal Jul ist mächtig, aber geistig nicht bei bester Gesundheit. Ja, das sind unsere Politiker auch nicht. Sucht bei Montclairs Truppen nach dem Schlüssel. Okay. Das heißt, ich muss mal ein paar Leute angreifen. Oh. Ja, das ging gut. Moment, da muss ich runter oder hier hoch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich da hoch? Kann ich nicht? Nein, ich muss an dem vorbei. Okay. Basti, kümmere dich um den. Ich muss mal eben hier rein. Ich habe gebetet, dass man mich nicht den Foltermethoden dieser Echse überlässt. Sie haben mich beleidigt. Ich bin Mitglied des Hauses Tamrit. Wie können Sie es wagen? Tja. Was soll ich dazu sagen? Thema Kriegsgefangene, ne? Da ist der nächste. Mit Bewachung. Guten Tag. Ich wollte nur mal eben eine ihrer Gefangenen befreien. Ist das die richtige Erdung? Da ist er. Ich wusste, Vater würde jemanden schicken. Er ist der Botschafter von Alikre, sagte ich das schon? Nö. Baron Montclair und sein argonischer General Rezal Jul griffen die Adligen von Schornhelm an. Eine Unverfrorenheit.
Das ist richtig. Mal schauen. Da hinten ist der letzte. Guten Tag. Hätten Sie was dagegen, sich kurz hinzulegen? Anscheinend nicht. Waren alle überarbeitet. Ich schließe schon mal hier auf. Dieser schreckliche Argonia. Rezal Jul sagte, dass er mich in eine mächtige Kreatur verwandeln würde. Warum sollte ich so etwas wollen? Oh, süße Freiheit. Danke vielmals, dass ihr mich gerettet habt. Es hat nicht nur schlechte Seiten, wenn man Vampir ist. Graf Ferrandis. Ach so, da fällt mir ein, ich muss ja mich auch noch zum Vampir beißen lassen. Ich hatte ja gesagt, das wollte ich machen, wenn ich in Kluftspitze bin. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Es überrascht mich, dass Baron Dorel euch nicht hierher begleitet hat. Er schreckt nie davor zurück, sich für sein Haus und sein Land die Hände blutig zu machen. Warum seid ihr so bedacht darauf, die Lage in Shornhelm zu klären? Die Lage in Shornhelm wirkt sich auf die ganze Region Kluftspitze aus. Wenn Montclair und seine Verbündeten die Stadt übernehmen, befürchte ich, dass bald darauf ganz Kluftspitze fallen wird. Und danach würde sich ihr Blick jenseits unserer Grenzen richten. Er hat sich schon immer als den wahren Erben von Ranseers Thron gesehen. Das erklärt noch nicht alles. Üblicherweise überlasse ich die Politik den anderen Adligen. Ich ziehe es vor, in aller Stille eher ungewöhnliche Probleme anzugehen. Und was das Warum bei all dem angeht, so nennt es am besten eine alte Verpflichtung. Doch jetzt ist nicht die Zeit, die Vergangenheit zu debattieren. Na gut, dann stellen wir jetzt den Übeltäter. Irgendwo hier. Ich vermute, dass Rezal Jul sich hinter dieser Steintür befindet. Zusammen mit seinem Portal. Wir müssen verhindern, dass er noch mehr Verstärkung hierher bringt. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, aber ich möchte natürlich auch ein paar Sachen mit einsammeln, wenn hier schon alles rumliegt. Wir können ja nicht einfach hier alles hin. Guck mal, orkische Schlafstätte zum Beispiel, die kannte ich, glaube ich, noch nicht. Also auf dem Char. Aber trotzdem. Wo ist er? Ich habe keine Zeit, um mich um diese Narren zu kümmern. Tötet sie. Tötet sie alle. Okay, mache ich. Und jetzt? Achso, da kommen noch mehr. So. Wie soll ich denn das Portal schließen? Kann ich mit dir nochmal reden? Ich kann die Magie spüren. In der Nähe gibt es ein Portal. Wir müssen es schließen, bevor wir von weiteren Soldaten Montclairs überrannt werden. Boah, ist der feinfühlig. Vor allen Dingen, weil wir direkt neben dem Portal stehen. Ihr müsst das Portal schließen. Ich sollte in der Lage sein, das Portal zu schließen. Das wird nur ein paar Augenblicke dauern. So, das sollte sie draußen halten. Jetzt ist Shornhelm sicher. Sehr schön. Ich werde umgehend mit meiner Forschungsarbeit beginnen. Versucht herauszufinden, wo Rezal Jul sich aufhält. In der Zwischenzeit sollten wir den Großkönig aufsuchen. Das ist jetzt hier seine Forschungsarbeit, oder was hat er jetzt gerade gesagt? So, ich muss aber nochmal mit dir sprechen. Das geschlossene Portal hat Rezal Jul davon abgehalten, noch mehr Montclair-Truppen in die Stadt zu schleusen. Aber es ist frustrierend, dass Rezal Jul entkommen ist. Dieser Argonia ist hinterhältig und feige. Habt ihr irgendeine Ahnung, wohin Rezal Jul verschwunden ist? Nein, und das bereitet mir Sorgen. Er muss aufgespürt und unschädlich gemacht werden. Und zwar schleunigst. Dank eurer Bemühungen jedoch wurde Montclairs Plan vereitelt, die Kontrolle über Shornhelm zu übernehmen. Ihr solltet Großkönig Emmerich und die anderen Adligen darüber in Kenntnis setzen. Ist der Großkönig in Shornhelm? Laut meiner Quellen war er nicht mehr weit, als ich in den Fieberzwinger ging. Ich hege keinerlei Zweifel, dass die Shornhelm-Wache die Oberstadt zurückerobert hat. Ich gehe davon aus, dass sich Dorel, Tamrit und der Großkönig derzeit im Kastell Shornhelm aufhalten. Bestellt Emmerich Grüße von mir. Okay. Trefft euch mit Großkönig Emmerich im Kastell. Ich würde sagen, dass das hier eigentlich jetzt so der perfekte Moment ist. Wir konnten ihn leider nicht zerschlagen, aber gut, es gibt ja einen großen roten Faden hier in der Gegend und da muss er natürlich ein paar Mal entkommen, so wie es in jedem Bereich ist.
Und dementsprechend machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und treffen dann den Großkönig in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.